Liebe Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr reingerutscht sind. Und natürlich hoffe ich vielmehr, dass Sie sich schön lecker durch die Nacht geknallt haben. Das klingt jetzt zwar erstmal ein wenig pervers, ja, das muss man ganz klar so sagen. Aber ich hoffe, Sie verstehen, was gemeint ist. Ja, Real Rap. Nicht pervers, Real Rap. Wissen Sie Bescheid. Ist auch vollkommen crazy. Nee, Freunde, nachdem wir im gestrigen Jahresrückblicksvideo das Jahr Revue passieren ließen, das dürfte, glaube ich, politisch korrekt und deutsch gewesen sein, ja, wollen wir heute mal schauen, wie sich mein Jahr 2017 so entwickeln wird, indem wir uns einfach mal die Pläne, die Ausblicke und die Vorsätze für dieses Jahr setzen. Und das in diesem Video. Ja, also, 2016 war gestern, wortwörtlich, aha! Und heute gucken wir uns mal an, wie die Pläne ausschauen für dieses Jahr. Die Ausblicke, die Vorsätze, die Pläne, die Ausblicke, die Vorsätze und so weiter und so fort. Ja, wissen Sie Bescheid. Ich möchte direkt mal... In anderen Worten, ja, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Und ihr werdet es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, da dieses Video hier, glaube ich, als erstes am Tag kommt. Das wird das erste Video des neuen Jahres sein, was natürlich auch Sinn macht, denn ich bin ja Kaigela Merkel und ich mache die Neujahrsansprache für meinen Kanal. Wissen Sie Bescheid, ja? Angela Merkel, die Frau, die gerne mit dem Klebstoff spielt. Sie wissen Bescheid. Also, fangen wir direkt mal mit dem Wichtigsten an. Ich habe angedacht, dass ich meinen Kanal etwas umstellen werde. Jetzt nicht in Panik verfallen, ja. Mein Hauptelement bleiben natürlich Let's Plays. Ja? Ich spiele Videospiele, kommentiere dabei und ihr schaut mir dabei zu und schreibt hoffentlich auch dabei gute Kommentare. Ja? Das ist die Hauptsache dabei und das ist das, worauf ich hinaus will. Aber jetzt nicht in Schockstarre verfallen, wie gesagt, denn ich habe es jetzt so angedacht, dass ich zukünftig so langsam die Let's Plays aus dem Titel wegstreichen möchte. Ja, das heißt, das ist dann quasi im Titel kein Let's Play Spiel Part sonst was und dann noch der Haupttitel des Parts. Ja? So war ja früher oder so war ja 2016 mein Titel aufgebaut. Let's Play Spiel Part Partnummer und die Überschrift des Parts. So. Ab diesem Jahr wird es aber so sein. Das ist jedenfalls erstmal so ein bisschen planmäßig. Ich möchte mal gucken, wie sich die Leute, wie sich die Zuschauer daran gewöhnen, ob das gut angenommen wird. Aber ich werde das Let's Play aus dem Titel streichen. So. Jetzt fragen sich einige, warum das denn so ist. Warum ist das nötig? Ich war ja bisher einer der wenigen, die es noch strikt durchgezogen haben, das Let's Play im Titel stehen zu haben. Ich habe es ja strikt durchgezogen. Von Kanalstart bis jetzt an. So, es gab aber auch da jedes Mal dann, ja, das Problem, dass mir durch das Let's Play, durch diese, naja, ich glaube 10 Zeichen, ja, L-E-T-S, Leerzeichen, P-L-A-Y. Es sind, wenn ich richtig gezählt habe, 10 Zeichen. Leerzeichen, P-L-A-Y. Yep. Ja. Und dann natürlich noch das 11. Zeichen durch die weitere Leertaste. So, es sind 11 Zeichen, die ich dann quasi im Titel habe, wo man sowieso schon weiß, hey, das ist ein Videospielkanal, der spielt Videospiele. Also ist Let's Play eigentlich gar nicht mehr notwendig, so. Ne? Aus dem Grunde dachte ich mir, um diese 11 Zeichen zu sparen, lasse ich dieses Let's Play weg. Das hat, wie gesagt, mehrere Gründe. Erstmal die Platzsparung. Zweiter Grund ist auch ganz klar, damit man das Spiel, damit man den Spieltitel besser sehen kann, damit man den Titel besser sehen kann, damit man die Partzahl besser sehen kann. Denn es war durch das Let's Play meist so, dass man den Spieltitel nicht vollständig sehen konnte. Man konnte auch dementsprechend dann die Partzahl nicht sehen, den Parttitel, der für mich ja relativ wichtig ist. Das fiel halt alles weg. So, die 11 Zeichen, die wir hier haben mit Let's Play, die lassen relativ viel Platz. Ne? Und das ist ein krasser Platzhalter gewesen und den möchte ich halt weghaben. So. Und
Keine Angst, es wird natürlich in der Videobeschreibung weiterhin Let's Play stehen, damit ihr jetzt nicht denkt, kein Let's Play mehr, Kai. Oh mein Gott. Nein. Was hat er getan? So. Ne, das Let's Play wird weiterhin in der Videobeschreibung bleiben, weil da hat man ja viel mehr Zeichentoleranz als jetzt im Titel. Da hat man ja immer so eine krasse Begrenzung. Da kann man seine Kreativität jetzt nicht krass ausleben, indem man sich einen schönen, leckeren eine Part-Überschrift ausdenkt. Zum Beispiel Let's Play Super Mario Run Part 11. Mario macht alle Klicks, ohne Witz. Oh mein Gott, das kann doch wohl alles hier nicht wahrstein. Diese Überschrift hätte quasi niemals gepasst, ja, wenn ich das Let's Play im Titel stehen hätte. Oder wenn es weiter im Titel stehen würde. Ne? Durch diese 11 Zeichen habe ich jetzt quasi 11 Zeichen mehr, um den Titel weiter oder um die Überschrift des Parts weiter auszuschmücken, sage ich jetzt mal. Ne? So, das ist der Plan. Ne? Also Let's Play wird wegfallen. Jetzt ist die Frage, wie wird das sein? Bei Endlos-Projekten habe ich angedacht, dass es direkt wegfällt. Also, dass schon ab den heutigen Tage an das Let's Play aus dem Titel von Endlos-Projekten wegfällt. Das heißt, so Endlos-Projekte wie Clash Royale, Clash of Clans, Super Mario Run, bei solchen Projekten oder auch bei allen Endlos-Projekten werde ich ab sofort das Let's Play aus dem Titel wegstreichen. Bei noch laufenden Let's Plays, die aber bald enden werden, sowas wie Paper Mario Sticker Star, sowas wie Mario Maker 3 DS, da lohnt es sich jetzt nicht für diese 2, 3 bis 10 Folgen noch das Let's Play wegzustreichen. Das würde noch eher verwirren. Deswegen denke ich mir so, okay, komm, gewöhnst du die Leute dann halt nicht um und sagst, okay, es bleibt noch weiter beim Let's Play, aber sobald dann die ablösenden Projekte kommen, wird dann quasi schon damit gehandelt, dass das Let's Play nicht mehr im Titel stehen wird, sondern dass halt nur noch das Spieltitel, der Part, die Partzahl und die Überschrift im Titel sein werden. Wissen Sie Bescheid. Also, nochmal zusammengefasst, ja, Let's Play fällt weg. In Zukunft wird das quasi alles abgebaut, bei Endlos-Projekten sofort. Ne, ihr werdet heute schon unter den Clash Royale Parts oder unter den Clash of Clans Parts, Splatoon Parts, sofern welche kommen sollten, kein Let's Play mehr im Titel vorfinden. So, ne? Aber bei auslaufenden Projekten, wie jetzt zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt Apollo Justice, Paper Mario Sticker Star, Mario Maker 3 DS, da bleibt das noch bestehen, so lange wie das Let's Play halt noch läuft. Und die beiden oder die drei Projekte werden sowieso jetzt in der nächsten Woche auslaufen. So lange dauert das nicht mehr, ne? Das dazu. So, ich hoffe, Sie sind weiterhin in the building und hören mir weiterhin zu. Denn jetzt kommt das nächste Thema. Und zwar, again, Let's Plays. Ich habe nämlich in diesem Jahr vor, richtig krass verstärkt darauf zu achten und darauf quasi einzugehen, dass ich again, Let's Plays mache. Und das, falls man jetzt nicht weiß, was das sein soll, again, Let's Plays sind quasi Let's Plays zu Spielen, die ich auf dem Kanal schon mal gebracht habe. Das heißt, ich habe ja in der schon relativ langen Kanalzeit schon ein paar Spiele gespielt. Ich bin etwas rumgekommen. So. Nur bin ich dann halt mit der Zeit nicht mehr so zufrieden mit diesen Projekten gewesen, mit diesen Let's Plays gewesen. Sodass ich mir denke, die Let's Plays waren visuell gesehen, kommentartechnisch gesehen, so schlecht, dass du sie gerne, neu hochladen würdest, neu spielen würdest, besser Let's Playen würdest und wollen würdest auch. Und ich will es ja, ne? Deswegen werden wir ab diesem Jahr auch öfter mal einige Again-Let's Plays sehen. Das heißt, so Let's Plays zu Spielen wie SpongeBob Schwammkopf, der Film, wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Let's Play Again kommen. Können Sie sich darauf einstellen. Captain Todd Treasure Tracker ist auch so ein Titel, den man Again-Let's Playen könnte. Und das ist angedacht so. Das ist auch eigentlich schon alles gewesen. Lassen Sie mir einen kurzen Schluck Wasser trinken, weil ich kein Deutsch kann. Wissen Sie Bescheid. Also, ab diesem Jahr wollen wir auf diesem Kanal häufiger auch mal Again Let's Plays sehen. Und zwar zu Spielen, die visuell, kommentartechnisch oder auch sonst wie einfach nur wack sind, schlecht sind, kacke sind. Ja, das werden wir dann ergänzen. Ne, zum Beispiel auch, ich habe auch gerade eben SpongeBob Schwammkopf, der Film, genannt. Das ist ein Let's Play, das habe ich, glaube ich, im Februar 2015 gestartet. Ist also jetzt schon fast 2 Jahre her. Und,
Das Problem bei SpongeBob ist, dass auch die ein oder anderen Parts nicht mehr auf YouTube zu sehen sind. Die wurden quasi weltweit gesperrt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil irgendwelcher Film-Content benutzt wurde. Seien es jetzt wahrscheinlich Screenshots vom Film, die quasi in das Spiel reingepumpt worden sind. Und dadurch wurden halt die Parts gesperrt. Und ich, das Let's Play ist unvollständig und ich würde es gerne nochmal vollständig machen. Und das halt in dieser Form als Again. So, ne? Also sollte ich irgendwie mit diesem Let's Play unzufrieden sein, weil es visuell, also vom Videotechnischen her, schlecht aussieht. Schlechte Auflösung mit dem Grabber aufgenommen, also nicht mit meiner aktuellen Capture Card, die 1080p und 60 FPS drauf hat. Oder weil irgendwelche Parts gesperrt worden sind. Bei solchen Projekten werde ich jetzt öfter auch mal schauen, dass ich die gerne. So, ne? Ich denke auch, dass ihr damit was anfangen könnt, weil ich meinen Kommentarstil, wenn wir jetzt mal davon reden wollen, viel besser finde als jetzt noch vor 2 Jahren, wo ich, weiß ich nicht, noch nicht so einen flüssigeren Fluss im Sprechen hatte, wo ich jetzt auch noch nicht so den eigenen Stil gefunden habe, was ja momentan der Fall ist. Ich bin mit meinem Kommentarstil momentan sehr zufrieden, weil einfach die Combination passt. Die Combination passt einfach. Wissen Sie Bescheid. So, ne? Also again Let's Plays. Wird es geben, ab diesem Jahr. Sie wissen Bescheid. Habe ich alles gesagt? Oder muss ich noch was erklären? Ja, falls sich einige Leute fragen, was mit visuell gemeint ist. Ne? Falls ich diese Let's Plays halt visuell schlecht fand. Es gab so Zeitpunkte, und das ist bei genau diesen beiden Let's Plays, die ich genannt habe, also die Let's Plays zu SpongeBob SquamKopf, der Film, Captain Todd Treasure Tracker, da war das so, dass ich diese Spiele mit, naja, oder dass ich diese Let's Plays mit meinem alten Grabber abgefilmt habe. So. Und ein Grabber nimmt quasi nicht in HD auf, sondern maximal in 576p oder i. Und es ist halt nicht mal, naja, HD-ready. Es ist halt nicht mal 720p. Sieht halt auch dementsprechend schlecht aus. Weswegen ich mich dazu entschieden habe, sowas dann mit meiner, naja, guten Capture Card abzucapturen. Das dazu. Das sind die Again-Let's Plays und sie sind alle in the building, oder? Sie sind in the building. Dann ist ja gut. So. Dann habe ich vor, in diesem Jahr auch mehr regelmäßige Livestreams zu haben. Wenn wir auf das Jahr 2016 schauen, da war ich schon hier und da relativ regelmäßig, was Livestreams angeht. Ich hatte auch in der Zeit zwischen November und Dezember eine relativ aktive Phase gehabt. Das sah aber am Anfang des Jahres 2016 nicht so aus. Ich weiß noch, wie ich im Jahr 2016 mit Mario angefangen habe, WoW zu streamen. Das Ganze dann erstmal auf. Ich glaube, wir haben es auf YouTube gestreamt. Das kann sein. Oder wir haben, oder ich habe angefangen, das Ganze auf YouTube und auf Twitch zu streamen. Also auf 2 Portalen. So. Das war im April. Und danach war eine ziemlich lange Pause. Da war abstinent. Wir haben zwar hier und da mal Zeitpunkte gefunden, an denen wir WoW aufnehmen konnten im Stream. Aber das war es auch im Endeffekt. So. Und danach hatte ich halt keinen Draht mehr zu Livestreams gefunden. Oder keinen Grund mehr, Livestreams zu starten. Und das soll sich in diesem Jahr schlagartig ändern. Ich will jetzt zwar nicht so planen, dass ich einen, so einen Streamplan habe, wo ich sage, okay, zu diesem Zeitpunkt streamen wir, aber ich werde zumindest jeden Livestream, den ich so im Kopf habe und wo ich mir sage, hey, heute Abend hast du Zeit zum Livestream, streamst du das und das. Da werde ich das Ganze dann über YouTube Gaming planen. Man hatte die Möglichkeit, Livestreams zu planen. Ne, dann kann der Zuschauer quasi sehen, hey, Red und Sky plant um 19 Uhr einen Clash Royale Livestream, so war es halt, ne? Dass man halt sehen kann, okay, er plant das. So. Ne? Ob das Ganze sich auch regelmäßig vorzieht, wird man sehen, aber ich plane so 1 bis 2 Livestreams in der Woche zu machen, wenn nicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie ich Zeit finde, so. Ne? Aber ich denke, ab nächster Woche, da will ich ja sowieso wieder total durchdrehen und total ausrasten, wenn es um YouTube geht. Auch in dieser Woche, wo auch schon 2 neue Let's Plays starten sollen. Ne? Da werde ich schon gucken, dass ich relativ gut ausrasten kann. Wissen Sie Bescheid, ja, mehr Livestreams für euch. Geil. So, ne? Was sieht man denn am meisten, wenn man, oder mit was kann man Livestreams am besten verbinden? Richtig, Donations. Ist auch das nächste Stichwort. So. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich das Ganze hier momentan hauptberuflich mache, ne?
und da auch hier und da mal die ein oder anderen Durststrecken kommen werden, in denen ich jetzt nicht so die krassen Klicks auf der ganzen Welt mache, wäre es nice, wenn ihr euch dazu bereit erklären könntet, mir jetzt in Livestreams oder auch mal irgendwie so, weiß ich nicht, auch privat oder keine Ahnung, wenn ich jetzt mal nicht livestreame, mir einen Betrag zu donaten über Tipi-Streams oder Typi-Streams, wie man das Ganze nennt. Ne? Dieses Spendenportal. Ne? Ich habe ja quasi in jeder Videobeschreibung einen Link zu meinem Donation-Link, zu meiner Donation-Seite, wo ihr mir quasi etwas donaten könnt. Das geht dann mit PayPal, mit PaySafeCard und sonst was. Ne? Und warum sage ich das so laut raus? Ganz ehrlich, weil ich auf euch angewiesen bin. Ne? Und auch das Thema Geld ist ein gutes Stichwort, darüber will ich nämlich auch noch reden. Und zwar, wenn es um YouTube geht, dann wisst ihr ja, wird man ja über Werbung finanziert. So. Da aber sicherlich auch der ein oder andere von euch jetzt da draußen, ne, von euch, du, ja, du hast bestimmt deinen Adblocker an. So. Du weißt bestimmt auch, dass du mich so dann finanziell nicht unterstützen kannst, wenn du deinen Adblocker anmachst, weil ich von dieser Werbung quasi lebe. Und, naja, wenn du mir diese Möglichkeit nimmst, dadurch Geld zu verdienen, aber tagtäglich meine Videos schaust und dann noch ein gutes Gewissen hast, den Adblocker anzuhaben, wenn du weißt, hey, der lebt davon, ne? Der ballert 8 Videos am Tag hoch und ich schaue mir diese Videos dann mit Adblock an. Dann müssen dir doch bestimmt mal die Hintergedanken kommen, hey, wovon lebt der eigentlich? Hat der irgendwie, wie schafft er es denn, normal arbeiten zu gehen und dann noch 8 Videos am Tag hochzuladen? Nein, nein, stopp. Das Ding ist, ich lebe hiervon. Hauptberuflich. Ich mache das ja hauptberuflich. Ich bin hauptberuflich Medienproduzent und das auf YouTube. Und ich bin darauf angewiesen, dass ihr euren Adblocker ausschaltet, damit ich die Möglichkeit sehe, davon jeden Monat weiter leben zu können. So. Ja, es geht an die Leute, die Werbeblocker auf ihren Handys benutzen oder auf dem PC. Ne? Ohne euch geht das nicht. So. Wenn ich merke, okay, ich bekomme das finanziell nicht hin, dann muss ich mit YouTube halt soweit dann aufhören, beziehungsweise ich kann nicht mehr so mit YouTube weitermachen, wie ich es momentan mache. Ne? Deswegen, ganz wichtig, ja, deaktiviert bitte euren Adblocker, denn so könnt ihr mich unterstützen. Ja, ich möchte euch nicht um Spendengelder anbetteln, es geht mir darum, maintain, ne, dass ihr erstmal den Adblock ausschaltet, sei es jetzt mobil oder halt stationär am PC. Denn sonst ja, wird es finanziell hart. Und gerade für solche Härtefälle sind halt die Leute da, die sagen, hey, ne, er hat es schon hart genug, weil die Leute nicht einsehen wollen, den Adblock zu deaktivieren. Lass mich ihm doch mal eben was spenden. So, ne? Oder donaten, das klingt irgendwie besser. So, ne? Ich habe letztens auch ein Video gesehen von Martin, also von Aubanan, und er hat auch dieses Thema angesprochen von Geld und so weiter, und er möchte es auch hauptberuflich machen und er hat 10-mal so wenig Abonnenten wie ich. Ja? Aber trotzdem muss man sagen, Shoutouts gehen raus an den Martin, weil er halt quasi dieses Thema verdammt gut rübergebracht hat. Und wenn es um Geld geht, dann muss man halt eben darüber, über diese Thematiken reden, weil ganz ehrlich, YouTube, als ob die Zuschauer nicht wissen, dass man durch Werbung nicht finanziert wird. Das ist ja ein Thema, das wurde doch schon so breit getreten und auch schon so oft erklärt, dass man doch bitte den Adblock deaktivieren soll, um seine Lieblings-YouTuber zu unterstützen und auch generell die YouTuber zu unterstützen, die man schaut. Ne? Das ist ja schon Punkt 1. Würde jeder seinen Adblock deaktivieren, ich würde davon wahrscheinlich verdammt gut leben können. Sehr gut leben können und müsste nicht auf eure Spenden angewiesen sein. Deswegen, erster Schritt, macht den Adblocker aus und des Weiteren, wenn man dann mal live streamt und ihr seht, dass oben am Bildschirm ein Donation-Ziel ist und ihr euch dazu bereit erklärt und ihr die nötigen Euros überhaupt, dann könnt ihr gerne etwas donaten. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ne? Donations nehme ich gerne entgegen, auch gerade um diesen Kanal weiter zu finanzieren in Sachen Equipment-Erweiterung und sonstigen Sachen. Ne? Wollte ich nur mit euch kurz drüber geredet haben. Ne? Also, Adblock aus und falls ihr euch frei fühlt, mir etwas zu donaten, falls ihr etwas übrig haben solltet, um mich weiter finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Ne? Wissen Sie Bescheid. So, nächstes Thema hat auch im Sinne, ja, es hat auch im entferntesten Sinne etwas mit Geld zu tun und zwar, ihr wisst ja, man kann mir über Typi-Streams
Beträge spenden. Habe ich ja gerade eben erwähnt. Da kommt es mir direkt hoch. Geld. Ja. Und ich habe vor, in diesem Jahr ein weiteres Donation-Portal zu eröffnen. Und das nennt sich Patreon. Falls sich Leute fragen, was das sein soll. Ja. Patreon ist quasi ein Unternehmen, das ungefähr so funktioniert wie Kickstarter. Ihr finanziert quasi über Patreon die verschiedensten Unterhaltungskünstler. Sänger oder Vlogger oder Streamer oder auch YouTuber. Ihr finanziert sie quasi auf Patreon mit Geld für eine Gegenleistung. Das heißt, sagen wir mal so, ihr spendet auf Patreon quasi Geld und wenn eine gewisse Summe zustande gekommen ist und der Topf quasi voll ist, dann wird dann von diesem Geld gesagt, okay, das Geldziel ist erreicht, ihr bekommt davon eine Gegenleistung. Ne? Das heißt quasi, über Typee-Streams spendet ihr mir quasi einfach so, weil ihr darauf Bock habt und weil ihr mich unterstützen wollt. Und über Patreon habt ihr quasi diesen Nebeneffekt, den es da gibt, dass ihr mich finanziell unterstützt, aber dass ihr dafür auch etwas zurückbekommt. Ne? So, ich habe da an Folgendes gedacht. Ne? Falls sich der ein oder andere noch an die Projekte Raps erinnert. Ne? Ich hatte ja mal diesen Geistesblitz zu Let's Plays, zu abgeschlossenen Let's Plays oder generell zu Let's Plays einen Rap zu machen. Das habe ich dann getan zu Mario Kart 8, zu Splatoon, zu SpongeBob und das war's, glaube ich. Das waren drei Projekt-Raps. So. Das Ganze wurde jetzt aber umbenannt. Ich habe es umbenannt in Game-Raps. Ne, weil Raps zu Games. So. Macht Sinn. Und ich habe vor, die Game-Raps über Patreon laufen zu lassen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt zum Beispiel eine Summe von 50 Euro spendet, setze ich mich hin und mache dann zu dem Spiel XY, was ihr verlangt, einen Game-Rap. Und der wird dann kommen. So, habt ihr verstanden? Ihr habt davon quasi eine Gegenleistung. Habt ihr verstanden? Das klang so unhöflich. Habt ihr verstanden, wie ich das meine? So, ne? Also ihr spendet mir einen gewissen Betrag und sobald dieser Betrag, dieser Topf quasi voll ist, setze ich mich direkt an dieses Projekt und bringe es euch und gebe euch als Gegenleistung, als Prämisse für das Geld dieses Projekt eben. Ne? Und das kann halt ein Game Rap sein, das kann sonstiges sein. Ne? Das muss ja nicht immer auf Raps hinauslaufen. Raps werden davon zwar wahrscheinlich Maintain gemacht, aber es gibt auch bestimmt andere Projekte, die man davon finanzieren kann. Das heißt, ihr finanziert quasi diese Projekte. Das soll auch schon alles gewesen sein. Ja, das soll alles gewesen sein. Ja. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ich hoffe, ich habe das gut rübergebracht, ja? Bitte, sagt in den Kommentaren, ja? Wie ist das für euch? Habt ihr es verstanden? War das gut? War das schön? War das okay? Hoffen wir es mal. Also, abschließend, ja? Ich werde mir im Verlaufe des Jahres, sogar schon im früheren Verlauf des Jahres, ich denke mal die nächsten Tage, Wochen, werde ich es einrichten, dass ich mir einen Patreon-Account mache, auf dem ihr mir quasi Geld zukommen lassen könnt, für Gegenleistungen, ne? Wenn der bestimmte Betrag voll ist, zum Beispiel 50 Euro für Projekt-Rap oder für Game-Rap XY, zack, und der ist voll, dann mache ich den für euch. So, ganz einfach, ne? Geld für eine Gegenleistung, so nenne ich das jetzt mal, oder Geld für Projekte. Gut, dann, nächster Punkt. Ich habe geplant gehabt für 2017, so gut wie keine Ausraster oder so gut wie keine schlechten Launen in meinen Let's Plays mehr auftauchen zu lassen. Weil mir ist am meisten aufgefallen in diesem Jahr, im letzten Jahr, dass ich durch Let's Plays öfter mal die Lust verloren habe am Spiel oder dass ich generell mal die Lust verloren habe oder dass ich auch mal abgefuckt war. Das möchte ich in diesem Jahr unterbinden. Ja, wenn ihr jetzt heute Videos sehen solltet, in denen ich ein bisschen schlechter gelaunt bin, dann liegt es daran, dass sie in 2016 aufgenommen worden sind. So. Das heißt wirklich, ich möchte mir in den Kopf setzen, ich möchte mich dazu motivieren, zu sagen, okay, du, Redons Kai, rastest A, nicht aus und B, du versuchst, deine schlechte Laune zu unterbinden oder den Leuten oder den Zuschauern nicht mehr so zu zeigen. Weil,
naja, Ausraster können zwar ganz lustig sein, aber es schlägt den anderen Leuten auch extrem auf den Magen. Und wenn die Ausraster, ich sag mal, positiv sind, ohne irgendwelche Beleidigungen oder so ein kurzer Schrei oder sonst was, das tut ja keinem weh. Ich denke, darüber kann ja fast jeder lachen. Aber mir geht's darum, dass auch schlechte Launen quasi auf die Zuschauer übertragen werden. Schlechte Laune, ja? Wenn ich jetzt schlechte Laune habe und das in den Parts vermittle, dann fühlt ihr euch bestimmt auch nicht besser und auch nicht besser unterhalten. Deswegen, ne, versuche ich quasi diese schlechte Laune insofern zu unterbinden und auch diese Ausraster soweit, ja, zu unterbinden und wenn dann nur auf das Positive zu beschränken, auf positive Ausraster, auf Ausraster, die man sich gut anschauen kann. Ja? Wissen Sie Bescheid. Der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Raucherstopp. Ne? Hat ja letztes Jahr gut geklappt. Ja, schön, ey. Klasse. Applaus, du Sau. Applaus. Schön. Ne? Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Ganze möchte ich in diesem Jahr aber soweit dann durchziehen, dass ich mir für den 1.1., also für heute, sage, hey, du reduzierst erstmal das Rauchen. Denn je mehr man reduziert, desto weniger bist du darauf angewiesen. Denn man kann nicht einfach aufhören. Das geht nicht, es sei denn, man hat einen übertrieben krassen Durchhalte. Ja, man hat ein übertrieben krasses Durchhaltevermögen. Wenn das der Fall ist, dann, ja. Wenn man ein übertrieben krasses Durchhaltevermögen hat und, ne, wenn das der Fall ist, dann kann man auch von jetzt auf gleich sagen, okay, komm, ich höre auf. Das Ganze geht aber sehr schwer. Deswegen ich erstmal gucken muss, dass ich das Rauchen reduziere. Ich rauche momentan, ich glaube, so 5 bis 6 Zigaretten am Tag. Es ist zwar nicht viel, aber man kann es reduzieren. Wenn man bedenkt, dass ich mal auf 2 bis 3 am Tag runtergegangen bin, das ist schon krass. Ich habe wirklich den ganzen Tag nicht geraucht. Ich habe mich quasi morgens mit einer Zigarette belohnt und abends nach dem Schneiden und sowas. Und Das war mein positivster Effekt und ich habe da deswegen aufgehört, weil ich angefangen habe, bei irgendwelchen Arbeitsstellen zu arbeiten. Dadurch ist halt das Stresslevel mehr angestiegen, durch das Let's Playen, durch das Arbeiten und sonst was. Und da ist das Stresspegel so wieder so angestiegen, dass ich halt, ja, anfangen musste zu rauchen, sage ich jetzt mal, ja. Aber jetzt gerade, wo ich das hier maintain mache, kann ich mich doch bestimmt dazu motivieren, das Rauchen so weit zu reduzieren, dass ich sage, okay, du machst es momentan so, dass du alle 3 Stunden rauchst, morgen machst du alle 4 Stunden, dann wieder 5, alle 5 Stunden und dann irgendwann so weit, dass du sagst, okay, ich reduziere das auf irgendwelche Stückzahlen, auf 3, auf 2 und dann fällt das vielleicht irgendwann weg, ne? Aber ich lass echt mal Revue passieren, wie viele Zigaretten ich am Tag rauche nach dem Aufstehen. 14 Uhr, um 16, um 18 Uhr, 20 und dann vom Schlafen gehen. Also 6 Stück, wenn es hochkommt, maximal rauche ich am Tag. Ne, wenn es gut läuft, auch mal 5, weil ich dann halt die ein oder andere Zigarette auslasse. Aber das geht bestimmt besser. Und jetzt auch gerade im neuen Jahr, wo die Vorsätze ja gelegt werden können, werde ich diesen Vorsatz dann auch versuchen durchzuziehen und dann auch dementsprechend nach dem Raucherstopp auch ein bisschen mehr Sport zu machen. Joggen gehen. Ne? Momentan kann ich leider nicht so gut, weil mein rechter Fuß ja noch nicht so ganz auskuriert ist. Ich bin nämlich ja vor mehr als einer Woche umgeknickt und deswegen, naja, kann ich jetzt noch nicht so ganz gut laufen. Ich kann zwar ganz normal laufen, ich kann auch rennen und so, aber ich möchte erstmal, dass der Fuß ein bisschen auskuriert ist, bis ich dann anfange, wieder Sport zu machen. Ne? Das heißt, ich möchte auch im Verlauf oder am Anfang, gerade am Anfang dieses Jahres, mal gucken, ob ich es schon im Januar mache, dass ich wieder nachts auf die Straßen gehe und sage, hey, ey, du Sau, ich raub die Läden aus. Oder auch im Umkehrschluss, ich geh joggen. Ja. Mal gucken, ich bin gespannt, ich will's durchziehen. Mal gucken, ob's klappt. Ja. Aber das Rauchen, das muss weg. Das Rauchen muss auf jeden Fall weg. Und sofern das dann gelegt ist, sofern die Zigaretten dann so weit weg sind, fange ich dann wieder mit dem Sport an. Und dann hoffen wir mal, dass es klappt, dass ich mich so ein bisschen, ja, kräftemäßig mobilisieren kann, ja, ein paar Muskulaturen wieder aufbauen kann, meinen Körper zu definieren, ja, wie Biologielehrer, Sie wissen Bescheid. So,
jetzt, ich bin eigentlich durch. Ich habe eigentlich nicht mehr, was ich noch nennen könnte. So, wenn es um die Liste geht. Aber ich habe trotzdem einen Punkt, den ich nennen möchte. Und zwar möchte ich in diesem Jahr das Fleischessen reduzieren. Weil ich einfach merke und weil ich auch momentan einfach viel häufiger realisiere, wie krass die Massentierhaltung ist. Und auch gerade so die Tierhaltung im Sinne von, wie die Tiere gehalten werden, wie lange sie leben, bis sie dann schlachtreif sind und das Ganze halt. Und ich möchte sowas halt bis zum Ende des Jahres sehr reduziert haben. Ich möchte sowas halt nicht mehr so krass unterstützen. Einfach weil ich, diese ganze Fleisch und generell diese ganze Tierindustrie, ich möchte da kein Geld mehr reinblasen, jedenfalls nicht groß. Wenn ich irgendwann mal wieder Bock auf einen Döner bekomme, sage ich mir, okay, ne? Ich möchte das Fleischessen jetzt auch nicht ganz reduzieren, weil ich kann ohne Fleisch halt nicht so ganz gut leben. Ich merke es nämlich. Also ich habe ja mal einen vegetarischen Monat gemacht, in 2015 war das, hat auch gut geklappt, aber ich möchte jetzt solche Fleischprodukte wie Burger oder Döner oder eine Salami-Pizza. Ich möchte sowas jetzt nicht missen, so, ne? Ich kann dem Schritt zum Vegetarismus zwar einiges abgewinnen, aber nicht alles. So, gerade wenn es um den Geschmack geht. Der Geschmack ist halt das Entscheidende, so, ne? Die Tiere tun mir zwar verdammt leid und ich nehme es zur Kenntnis und ich respektiere das auch. Ich respektiere. Aha! Ne? Ich respektiere es, dass die Tiere quasi dafür leben, um geschlachtet zu werden. Ich nehme es an, ich respektiere es, aber ich sag mal, manches ist halt wirklich zu heavy, so, ne? Auch gerade wenn man dann so auf die Massen schaut, ne? Wie viel Fleisch täglich eingekauft, verspeist oder verzehrt, weggeworfen wird, das kann halt nicht angehen. Und ich möchte da einen Teil zu beitragen, indem ich einfach nur sage, komm, ich reduziere das Fleischessen und versuche dann mal irgendwie, weiß nicht. Wenn es jetzt nicht nötig ist, Fleisch zu essen, dann brauchst du es auch nicht essen. So, das meine ich damit. Ne? Wenn ich jetzt mal an einem Dönerladen vorbeigehe und mir denke, boah, fuck, jetzt ein Döner, das wär's, dann würde ich mir einen holen, weil ich weiß, keine Ahnung. Ja? Das schmeckt halt einfach gut. So, ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Einfach mal so ein bisschen den Fleischkonsum reduzieren. Ne? Ein Herz für die Tiere haben. Schätzen, dass die Tiere für uns gestorben sind und dafür auch dankbar sein. Ne? Denn die Tiere haben einfach ein scheiß Leben. Die leben da ihre 4 bis 6 Wochen auf engstem Feld mit Krankheiten, werden mit Antibiotikum vollgepumpt. Und dann werden sie geschlachtet und ich habe mir letztens das Video von Unge angeschaut, in dem quasi die Hühnerzucht oder die Chickenzucht gezeigt wird. Schon alleine das hat mir so gezeigt, geht nicht, Mann. So kannst du kein Fleisch mehr essen, weil das, so tut's, es tut doch weh, ganz ehrlich. Diese ganzen Tiere, die da einfach so mir nichts, dir nichts von irgendwelchen Mitarbeitern geschlachtet werden, so richtig kalt. Die stehen da, hacken denen den Kopf ab und das ist für die das Normalste der Welt und stehen da und denken, ja, ne? Und nach 8 Stunden getaner Arbeit denken die sich, ja, heute habe ich 2000 Hühner geschlachtet. Geil. Ne? Ich weiß nicht. Ich habe dieses Video gesehen und diese Tiere taten mir unfassbar leid, weil das hat einfach kein Lebewesen auf der Welt verdient, so eingepfercht zu werden, so eingezäunt zu werden und auch so misshandelt und behandelt zu werden. Das hat kein Tier auf der Welt verdient, ganz ehrlich. Deswegen werde ich den Fleischkonsum soweit versuchen zu reduzieren. Ne? Vegetarier werden müssen wir mal schauen. Vielleicht versuche ich es im nächsten Jahr, aber mal gucken. Erstmal in diesem Jahr möchte ich gucken, dass ich überhaupt erstmal klarkomme, diesen Fleischkonsum soweit zu reduzieren, dass ich mir sage, hey, brauchst du doch nicht den Döner. Oder hey, brauchst du doch nicht die Burger von McDonald's oder generell Döner oder Burger von irgendwelchen Premium-Fachhändlern. Keine Ahnung. Ich labere Mist, glaube ich. Aber ich bin auch durch.
Das sind meine Pläne, Ausblicke und Vorsätze für 2017. Wenn ich kurz mal sagen darf, ja, falls sich einige fragen, was für eine Abozahl ich mir am Ende des Jahres wünschen würde. Ich sag mal vorsichtig 50.000. 50.000 mal ganz vorsichtig gesagt. Na? Probieren was. Ich habe im Jahr 2016, glaube ich, 20.000 Abonnenten gemacht. Ungefähr 21.000 Abonnenten habe ich gewonnen. So. Und wenn wir uns diesen Erfolg zurückdenken und wenn wir sehen, okay, den Erfolg, den kann ich wiederholen, dann kann man heute oder da kann man dann am Ende des Jahres sagen, hey, komm, hat geklappt. Versuchen wir es. Also ich versuche mich da wirklich reinzuhängen und ich versuche mir so Mühe zu geben, dass ich diese Zahl erreichen kann, weil die mir schon sehr, sehr viel bedeuten würde. 50.000 ist krass und bisher habe ich auch jede Schätzung, die ich am Anfang eines jeden Jahres eingereicht habe, schaffen können, knacken können. Ne? Gucken wir mal, ob es klappt. Ne? Dafür seid natürlich auch ihr eine große Hilfe, indem ihr die Videos teilt. Auf Facebook oder indem ihr euren Freunden von mir erzählt oder indem ihr einfach teilt die Videos auf sonstigen Plattformen. Jede Teilung hilft und kann dazu beitragen, dass diese Abozahl auch erreicht wird. Und ich denke auch, dass es in eurem Interesse, dass dieser Kanal hier weiter wächst und dass dieser Kanal auch mehr erreichen kann, als er jetzt schon erreicht hat. Ne? Wissen Sie Bescheid. Ich denke, ich wäre durch. Ich labere wieder viel zu viel rum. Meine Fräsen, ein Drittel vom Jahresrückblick ist doch nicht normal. Und das für ein paar Vorsätze. Ah! Gut, dann würde ich sagen, bin ich für heute raus. Ja, viel Spaß mit den, ja, mit den Let's Plays auf meinem Kanal, die noch laufen, die starten werden und sonst wie. Na? Machen Sie es gut, hauen Sie rein und ciao.